Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Beim letzten Mal habe ich Ihnen ein Gedicht vorgelesen, The Lady of Shalott von Alfred Lord Tennyson. Heute möchte ich dieses Gedicht interpretieren. Das Gedicht wurde in zwei Fassungen geschrieben, 1832, 33 die erste Fassung, 1842 die zweite Fassung. Als Alfred Tennyson die erste Fassung schrieb, war er gerade mal 23 Jahre alt. Er ist geboren 1809 im August und starb im Oktober 1892. Tennyson gilt als der Dichter des viktorianischen Zeitalters. Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen und war das dritte Kind von insgesamt 11. Sein Vater war Pastor und eine reiche Tante ermöglichte es dem Jungen, dass er in Cambridge studieren konnte. Schon in Cambridge fing er an zu schreiben, gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Frederick und Charles. Zu den drei Brüdern gesellte sich Arthur Henry Hallam, ein Freund, der sich schließlich auch mit der Schwester von Alfred Tennyson verlobte, Emily, 1832, genau in dem Jahr, in dem die erste Version der Lady von Shalott verfasst wurde. Ein Jahr zuvor war Tennysons Vater gestorben und Alfred ins Elternhaus zurückgekehrt. 1833 wird das Gedicht publiziert und ein Schlag trifft die Familie und vor allem Alfred. Helen stirbt, ganz überraschend. Tennyson ist tief erschüttert und zieht sich 4 Jahre in absolute Einsamkeit zurück. Schließlich 1835 verlobt er sich mit Emily Selwood, der Schwester seiner Schwägerin, die seinen Bruder Charles geheiratet hat. Da Tennyson keine Einkünfte hat, löst die Familie Selwood die Verlobung wieder, doch die beiden Verlobten bleiben sich treu, bis sie schließlich 1850, also 15 Jahre später, heiraten können. In diesem Jahr ist Tennyson 41 Jahre alt, Emily ist 37 Jahre alt, sie sind also beide wirklich alte Verliebte, die Two Young Lovers Lately Wed, wie es in der Lady von Shalott heißt. 1850 war Tennyson ein Durchbruch als Dichter gelungen. Er verdiente nun genug Geld und so konnten die beiden heiraten. Und 2 Jahre später wurde dann ihr erster Sohn Hallam geboren, 1852. Da war Emily 39. Das ist sehr, sehr alt für eine Dame im viktorianischen Zeitalter. Tennyson war berühmt. Außer ihm bekannt in England war nur noch bekannter vielleicht die Königin Victoria und ihr Premierminister Gladstone. Aber er war der Poet Laureate, zu dem er von Königin Victoria auch ernannt wurde. 1864 erhielt er den Titel Baron und bekam einen Sitz im House of Lords im englischen Parlament. Er starb an einem rheumatischen Anfall und wurde in einem großen Begräbnis in London begraben. Sein Sohn Hallam wurde Generalgouverneur von Australien. Eine berühmte Familie sind die Tennysons dann geworden, sozusagen. Die Lady von Shalott ist ein berühmtes Gedicht von ihm. Musiker haben den Text vertont, angefangen von Olivier Messiaen bis Lorena McKennitt, die diese Ballade vertont hat, eine Version, die ich persönlich sehr liebe. Maler haben die Lady von Shalott gemalt. Präraphaeliten ganz in erster Reihe. Die Präraphaeliten liebten die Artus-Sage,
den Königshof Camelot und Arthurs Ritter wie Lancelot. Und so entstanden von dieser Lady von Shalott zahlreiche Bilder. Die berühmtesten stammen von William Holman Hunt, Dante, Gabriel Rossetti und John Williams Waterhouse. Und ich denke, Sie werden das eine oder andere Bild auch schon gesehen haben. Man sieht die Lady da im Turm, vor dem Spiegel oder im Boot sitzend oder wie sie im Boot nach Camelot getrieben wird. Das sind ganz beliebte Motive geworden. Wie überhaupt das Mittelalter ja ein beliebte Motive geliefert hat für dieses spätromantische Zeitalter. Dieses spätromantische Zeitalter liebte die Ritterlichkeit, die keusche Liebe, die Liebe über den Tod hinaus. Es war das viktorianische Zeitalter. Wir würden es heute total verklemmt nennen. Die Geschichte der Lady von Shalott und ihres keuschen Lebens da im Turm erinnert ein wenig auch an Tennysons eigenes Leben, an diese lange Verlobungszeit, in der die beiden aufeinander warten mussten. Um einen Eindruck von dieser Zeit zu bekommen, rate ich Ihnen, lesen Sie den Roman der britischen Autorin Antonia S. Byatt, Possession, der 1990 herausgekommen ist. Er gibt sehr gut die Stimmung in diesem viktorianischen Zeitalter zwischen zwei Literaten, zwei Dichtern, einem Dichter und einer Dichterin, wieder. Was ist der Inhalt des Gedichts? Die Lady von Shalott lebt in einem Turm. Sie ist umfangen von einem Zauber, einem Schloss inmitten von Blumen, gelegen, die in einem Fluss treiben. In der Nähe gibt es eine Stadt, die Hauptstadt des Artusreiches Camelot, eine vieltürmige Stadt. Die Lady von Shalott webt den ganzen Tag singend vor einem Spiegel, in dem sich die Welt draußen spiegelt als Schatten. Sie darf nicht auf die Stadt hinausschauen und nicht auf den Fluss hinausschauen, sonst wird ein Fluch über sie kommen, das weiß sie. Sie weiß nicht, um was für einen Fluch es sich handelt, aber sie weiß, es liegt dann ein Fluch auf ihr. Sie webt eigentlich sehr glücklich ihr Leben lang, bis sie in dem Spiegel zwei jung Verliebte, die spät erst heiraten können, sieht. Und dann sagt sie, I'm half sick of shadows. Ich bin halb krank von diesen Schatten geworden. Und dann erscheint eines Tages Sir Lancelot in ihrem Spiegel, in seiner ganzen männlichen, ritterlichen Pracht. Und er singt auch noch, Tira, Lira. Und der Lady von Shalott hält es nicht mehr vor dem Webstuhl. Sie verlässt den Webstuhl und den Spiegel und tritt ans Fenster. Und sie schaut hinunter auf Camelot und auf den Lancelot. Und nun kommt der Fluch über sie. The curse is come upon me. Das Tuch fliegt zum Fenster hinaus und der Spiegel zerbricht. Die Lady von Shalott verlässt daraufhin den Turm, begibt sich zu einem Boot und schreibt auf dieses Boot ihren Namen, Lady von Shalott. Sie steigt hinein und lässt sich auf dem Fluss nach Camelot treiben, das sie dann erreicht. Sie singt und als sie in die Stadt hineintreibt auf dem Boot, stirbt sie singend in diesem Boot. Die Bewohner sehen sie und erschauern und das fröhliche Lachen im Palast hört auf. Und Lancelot, der nicht weiß, was er da durch seine Schönheit verbrochen hat, lobt ihre Schönheit und erbittet Gottes Gnade für diese tote Frau. Die Lady von Shalott, diese Ballade, das ist eine eigenartige Geschichte.
Seltsam. Es liegt aber ein Zauber auf dieser Ballade und viele Rätsel spinnen sich um diese Geschichte. Man fragt sich, wie kommt die Lady in den Turm? Was ist das für ein Zauber, der sie da gefangen hält? Und die Magie des Webens, was wird darin angesprochen für ein Motiv? Und was ist das für ein Fluch, der sie ergreifen wird, wenn sie hinausschaut aus dem Fenster? Dieser Fluch lässt den Spiegel zerspringen und man fragt sich, warum, wie kommt es dazu? Die Zeitgenossen waren fasziniert von dieser Ballade und es waren wohl zwei Momente, die sie angesprochen haben und die dieses Gedicht ausdrückt. Und zwar zum einen natürlich das Thema Liebe oder wie wir neuhochdeutsch sagen würden, das Gender-Thema. In diesem Gedicht geht es um Eros und Thanatos, Liebe und Todestrieb. Das wird sehr schön untergründig vermittelt. Und zum anderen ist das Thema Kunst angesprochen und wie sich Kunst zur Wirklichkeit verhält. Gehen wir zunächst zur Gender-Interpretation. Es wird immer wieder betont, dass in diesem Gedicht eine sehr viktorianische Form der Liebe verherrlicht wird. Diese Liebe ist asexuell. Eine sehr jungfräuliche Liebe, eine sehr keusche Liebe. Die Lady von Charlotte ist da vollkommen abgeschirmt in ihrem Tod, in ihrem Turm. Als sie dann in dem Boot nach Camelot treibt, hat sie ein schneeweißes Kleid an. Sie verkörpert wirklich das viktorianische Frauenideal, das abgeschirmte Leben der Ladies im Elternhaus oder dann im Hause des Gatten. Diese Ladies dürfen nicht aktiv teilnehmen am gesellschaftlichen Leben, allenfalls wenn sie dann auf den Bällen in ihren Tüllkleidern die riesige Krinolinen umhüllen, erscheinen, dann tauchen sie auf in der Gesellschaft. Ansonsten sind sie eigentlich an das Haus gebunden mit weiblichen Tätigkeiten. Die Ladies, die vor allem Handarbeiten machen, das Stricken war sehr beliebt in der Zeit. Auch Königin Victoria hat für ihre Soldaten, die auf der Krim für sie gekämpft haben, gestrickt. Diese Lady von Charlotte erinnert auch an Märchen. Sie erinnert an Dornröschen, die sich an einer Spindel sticht und dann in einen 100-jährigen Schlaf verfällt. Sie erinnert an Rapunzel im Turm mit den langen Haaren. Sie erinnert an Schneewittchen in ihrem gläsernen Sarg. Das Boot ist ja der Sarg der Lady von Charlotte geworden und sie hat darin ja ein schneeweißes Kleid an. Es ist die Zeit, in der in Europa Kunstmärchen geschrieben werden. Oscar Wilde schreibt seine Märchen, Hans Christian Andersen schreibt auch Märchen und da werden solche Motive auch, kommen auch zur Sprache. Diese Zeit sieht in der Sexualität, im sexuellen Trieb eine große Gefahr für den Menschen und vor allem auch für die Frauen. Und so geht es eben auch der Lady von Charlotte. Kaum erblickt die Lady von Charlotte Lancelot in ihrem Spiegel, treibt sie die Sehnsucht zum Fenster, sie sieht hinaus und verfällt dem Tod. Liebe und Tod, Eros und Thanatos sind eng verbunden in diesem Gedicht. Der schützende, mädchenhafte Zauber zerbricht, wie der Spiegel, wie ihr Spiegelbild auch darin. Ihr altes Ich zerbricht und sie lässt sich nun treiben auf die Stadt zu und verkündet gleichzeitig ihren Namen. Sie schreibt auf den Bug des Schiffs, sozusagen, ich heiße
Lady von Charlotte, sie verkündet nun ihre neue, alte Identität. Aus den Namenlosen, die niemand kennt, wird nun eine mit Namen. Das Fließen, der Fluss, das Treiben, das Triebhafte, die unkontrollierte Bewegung, in der sie ganz Gefühl ist, wo sie vorher im Turm eine reflektierte Künstlerin war, das bestimmt nun die letzten Stunden ihres Lebens. Lancelot selbst sieht sie, bewundert ihre Schönheit. Lancelot selbst ist eigentlich ja unschuldig an ihrem Tod, denn er kann ja nichts dafür, dass sie so gepackt ist von seiner männlichen Schönheit. Es ist sozusagen auch die Ballade eines gefallenen Mädchens, des Schicksals einiger Frauen im viktorianischen Zeitalter, wie wir sie auch aus anderen Romanen kennen, nämlich denken Sie zum Beispiel an Effi Briest von Fontane oder Anna Karenina von Tolstoi. Frauen, die in Abhängigkeit von den Eltern oder ihrem Ehemann gelebt haben und nun eine Sünde begehen, sich von ihnen trennen, eine sexuelle Sünde begehen. In England war es ja sogar rechtlich so, dass wenn eine englische Frau heiratete, ging ihr gesamter Besitz in die Hände des Mannes über und er konnte damit tun und lassen, was er wollte. Es ist die Zeit der absoluten Doppelmoral. Einerseits diese idealisierte Jungfräulichkeit und andererseits herrscht in den Straßen von London die grellste Prostitution. Es ist die Zeit Jack the Rippers. Es ist die Zeit, in der die Gentlemen in die Slums gehen und sich dort bei den Prostituierten von Whitechapel die Syphilis holen, die sie mit nach Hause zu ihren Ehefrauen bringen. Es ist die Zeit, in der die Ärzte das Unbewusste entdecken, die Triebe, die einen steuern, ob man will oder nicht, man ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Und so geht es auch der Lady von Charlotte. Sie verlässt wieder alle Vernunft, wieder alles Wissen, ihren schützenden Turm und lässt sich treiben. Tennyson selbst hat dieses viktorianische Ideal der jungfräulichen Liebe kritisiert. Die Unerfülltheit als Liebesideal, das war nicht sein Ideal. Das abgeschiedene Leben der Frauen, das hat er kritisiert, wohl eben auch aus eigenem Erfahren heraus. 1850 schreibt er: "'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all." Es ist also besser, geliebt zu haben und diese Liebe verloren zu haben, als niemals geliebt zu haben. Und über die Lady von Charlotte schreibt er: "The newborn love for something, for someone in the wide world from which she has been so long secluded, takes her out of the region of shadows into that of realities." Also, diese neue Liebe zu etwas, zu jemanden in der weiten Welt, aus der sie so lange ausgeschlossen war, treibt sie hinaus aus der Schattenregion in die der Wirklichkeiten. Und damit sind wir bei dem anderen Thema dieses Gedichtes. Angesprochen ist das Thema Schattenwelt versus Realität, Kunst versus Wirklichkeit. Das Kunstthema. Die Lady von Charlotte lebt das Leben einer Künstlerin im Elfenbeinturm. Sie frönt dem Ideal der Schönheit ohne Realitätsbezug. Sie ist umgeben von Blumen, Waterlilies, von Reinheit. Sie lebt in Unschuld. Und dieses Thema war das Thema der Literaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das nennt man die Epoche des Ästhetizismus in der Literatur. Dieser Ästhetizismus huldigte der Schönheit. Erkenntnis
und Ethik waren nachgeordnet. Es ging um ein zweckfreies Dichten, um ein stilisiertes Lebensideal, so wie es die Dandy ja auch in ihrer Kleidung zur Schau stellten. Dagegen machte sich Kritik laut. Es gab dann eine Literaturrichtung, die sich dem Realismus widmete, dem Naturalismus sogar. Man kritisierte das Elfenbeinturm-Dasein der Künstler, so wie es die Lady von Charlotte ja eigentlich auch schon in ihrem Gedicht tut, nämlich, als sie sagt, I'm half sick of shadows. Ein Leben nur der Kunst, ohne Realitätsbezug, das wird hier kritisiert. Die Lady von Charlotte ist eine bildende Künstlerin, eine Teppichweberin. Und nun war es tatsächlich so, dass bildende Künstler und auch Weber vor Spiegeln arbeiteten. Sie zeichneten ihre Bilder, sie woben ihre Bilder nach dem, was sie im Spiegel sahen. Also genauso, wie es die Lady von Charlotte tat. Denn offensichtlich war es leichter, von diesen Spiegeln ein Bild auf die zweidimensionalen Flächen des Bilder- bzw. Webrahmens zu bekommen. Dieses Malen von Schatten auf einer Fläche, ab von diesen Schatten auf einer Fläche, betrifft nun eine Kunsttheorie, die das Abendland seit der Antike zu ihrer Kunsttheorie gemacht hat. Man nennt diese Kunsttheorie die Mimesis-Theorie, die Nachahmungstheorie. Und wie gesagt, das ist eine Theorie, die seit der klassischen Antike, also seit dem 5., 4. vorchristlichen Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert getragen hat. Wir erinnern uns, Platon beschreibt in seinem Höhlengleichnis folgende Situation. Die Menschen befinden sich in einer Höhle mit dem Blick gefesselt, mit dem Blick auf eine Wand gerichtet. Hinter ihnen flackert ein Feuer und hinter ihnen werden nun Gegenstände vorbeigetragen, die einen Schatten auf die Wand werfen, die diese gefesselten Menschen sehen. Die gefesselten Menschen sehen nur den Schatten und halten diesen Schatten für die reale Welt. Die wirkliche, wahre, seiende, schöne Welt jenseits der Höhle, außerhalb der Höhle können sie nicht sehen. Das reine, wahre Sonnenlicht, das göttliche Licht können sie nicht sehen, bis auf einen, der dorthin kommt und das wahre Sein und die wahre Schönheit sieht. Aber die Menschen können es nicht sehen. Was sie sehen, ist nur eine Welt der Erscheinungen, ein Schatten des Wahren und Schönen. Und was tun Künstler anders, als diesen Schatten nochmal in einem Schatten auf der Leinwand abzubilden? Und da sie sozusagen doppelt betrügen, sie bilden einen Schein des Scheins, hat Platon auch keine große Bewunderung für diese Künstler gehabt, sondern er hat sie sozusagen der doppelten Täuschung für schuldig befunden. Aristoteles hat ein sehr viel positiveres Verhältnis zur Kunst gehabt und gerade auch in seiner Poetik beschreibt er ja dann die klassische griechische Tragödie und ihre Funktion, Katharsis-Funktion. Und es kommt nun diese Theorie auf der Mimesis, die Kunst muss das Wahre und Schöne nachahmen. Sie muss zumindest versuchen, das Wahre und Schöne nachzuahmen, wenn es ihr auch nie ganz gelingen wird. Denn das wahre, schöne Sein ist letztlich ein transzendentes, metaphysisches, was der Mensch in der Welt der Erscheinungen nie erblicken wird. Das hat bedeutet, dass die Kunst im Abendland immer einen Charakter des Realistischen anzustreben versucht hat.
Man hat versucht, realistisch zu malen oder sogar naturalistisch zu malen. Beziehungsweise man hat auch versucht, dann den Illusionscharakter der Bildwelt zu zeigen. Das war ganz besonders im Barock beliebt, indem man den Betrachter eines Bildes darauf hinwies, dass das nur eine Illusion ist, ein Schein des Scheins sozusagen. Im 19. Jahrhundert kommt diese Kunsttheorie in die Kritik. Die Lady von Shalott zerbricht diesen Spiegel. Sie will in die reale Welt vordringen. I'm half sick of shadows. Alle Künste sind in diesem Gedicht angesprochen. Wie gesagt, die bildende Kunst, die Musik, die Lady von Shalott singt, Lancelot singt, Lira, Lira. Das Drama und die Erzählung sind angesprochen, denn in dem Spiegel zeigt sich ein aktionsreiches Geschehen, Ritter, die vorbeireiten, ein Leichenzug, es ist viel Action in diesem Spiegel zu sehen. Ende des 19. Jahrhunderts beginnen die Künstler, den Elfenbeinturm zu verlassen. Sie suchen nach der Wahrheit draußen in der Realität. Die Maler beginnen, in der freien Natur zu malen. Berühmt dafür ist die Schule von Barbizon geworden. Auch die Impressionisten versuchen, den Schein, die Impression der Realität in ihrer Augenblicklichkeit wiederzugeben. In der Literatur macht sich der Naturalismus breit und in der Musik die Programmmusik. Ein Modest Mussorgsky bringt 1874 die Bilder einer Ausstellung in die Konzertsäle. 1882 malt Edouard Manet ein Bild, Bar in den Folies Bergère. Und auf diesem Bild ist im Hintergrund ein Spiegel zu sehen. Und in diesem Spiegel spiegelt sich das Leben in der Bar wieder, aber auf sehr irritierende Weise. Der Spiegel, das Motiv des Spiegels in diesem Bild wird zum Abbild für eine zerbrechenden Mimesis-Kunst und das macht dieses Bild sehr berühmt und sehr wichtig für die Kunstgeschichte der Moderne im Abendland. Die Lady von Shalott von Orford Tennyson, viele Jahre früher entstanden, 50 Jahre früher entstanden, ist mit das erste Beispiel für diese Kritik an dieser Mimesis-Kunst. Wobei man davon ausgehen kann, dass diese Interpretation in ihrer ganzen Tragweite Orford Tennyson nicht bewusst gewesen ist, als er das Gedicht geschrieben hat.